So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV zur ersten Sendung des Jahres 2016. Und im DAX ist ja nun gleich richtig nicht positive Stimmung, sondern eher negative Stimmung angesagt. Und Schuld daran ist, sag ich mal, allen voran ist jetzt China in der Nacht gewesen. Ja, die haben den Handel dann ausgesetzt, nachdem 7%, nachdem der Index 7% im Minus lag. Und damit ging eben der Plan, den ich am Wochenende noch ausgeheckt habe, eben nicht auf, beziehungsweise ist auch nicht ausgelöst worden. Ja. Denn der Plan, kommen wir kurz eben zu dem Plan, der vorsah, dass eben der DAX hier an der Unterstützung, an der 10.660 etwa, wo eben hier im Tageschart eben auch der EMA 200 verläuft, dass man hier eventuell ein Long-Signal dann bekommen hätte, hätte diese Unterstützung eben gehalten, dann wären wir eben knapp oberhalb eingestiegen. Doch der DAX hat eben jetzt sogar unter der 10.500er Marke eröffnet und lief im Tief bislang auf 10.330 zurück. Also hier im Tageschart ist jetzt die Wolke noch unten bei 10.250, bei rund 10.250 Punkten angesiedelt. Und was eben hier wichtig ist, was man kurz eben auch sah, ist eben hier im Wochenchart, dass hier die Wolkenunterkante, dass die jetzt hier erstmal noch hält. Zwar haben wir jetzt erst natürlich den Montag, aber hier sieht man, dass hier die Käufer aktiv waren, knapp unterhalb. Und das wird jetzt eben auch wichtig sein, dass diese Marke sowieso auf Wochenbasis eben auch hält, beziehungsweise halt, dass eben die 10.300 Punkte Marke nicht nach unten verlässt. Das wäre jetzt hier aus dem Wochenchart wichtig. Und hier eben angesprochen im Tageschart könnte es eben kurzfristig noch auf 10.250 Punkte runtergehen. Und was man im Stundenchart sieht, wäre eben hier noch ein großes Gap, weil es eben noch offen ist. Und das liegt aber dann eben bei 10.140 Punkten. Das ist jetzt erstmal hier die grobe Übersicht. Was jetzt im Tagesverlauf passieren könnte, wäre nochmal hier ein Rücklauf an das Eröffnungsniveau. Und wie eben dann die Muster eben aussehen, wäre aber dann nochmal ein tieferes Tief möglich. Das wäre jetzt hier erstmal eine Kurzeinschätzung. Also man muss jetzt hier definitiv zu Wochen- bzw. auch zu Jahresbeginn nicht unbedingt eine Position eingehen. Ich war ja am Ende des letzten Jahres ja eher auch vorsichtig und habe eben den DAX auch gar nicht getradet mehr. Die Einzelwerte, hier gibt es, sage ich mal, einen positiven Ausreißer, das wäre eben die Lufthansa. Die liegt nur knapp im Minus und ja, der größte Ausreißer nach unten ist die RWE-Aktie und sonst liegen fast alle, ja, zwischen 3% und 4%. Hier ist noch eine Adidas noch positiv und die deutsche Börse eher noch so positiv zu werten. Blicken wir noch kurz auf die Setups vom letzten Jahr, bevor ich die dann komplett auch runternehme und dann neue erstellen werde, aber die werden auch nur im Laufe der Woche so langsam wahrscheinlich kommen. Erst muss ich den Markt setzen sozusagen, war jetzt hier die Deutsche Bank. Lief erst langsam los, aber dann war eben hier der EMA 200 die Anlaufstelle oder leicht darüber, eben die 23-Euro-Marke, die hat er eben nicht ganz erreicht, aber das neue Kaufsignal wäre eh erst bei 23,40 gewesen und dieses Level erreichte die Deutsche Bank-Aktie definitiv nicht. Hier liegt eben der Kurs auf dem ehemaligen Ausbruchsniveau. Konnte hier wieder das Gap dann schließen, aber ja, hier muss man jetzt ja, definitiv auch nicht mehr unbedingt investiert sein.
bei Gold gab es ja das Hauptsignal, Kaufsignal nicht. Hier habe ich jetzt klein den Chart etwas erneuert. Ende des Jahres lief er dann unter den Rainbow zurück und aktuell stehen wir wieder darüber, beziehungsweise eben bei 1072 US-Dollar. Hier ist jetzt eben wichtig, dass endlich diese Marke auf Tagesschlussbasis, also ein Level von 10.080 auf beziehungsweise 81 eben auf Tagesschlussbasis zurückerobert wird, dann könnte es dann so laufen, dass wir dann die 1.100 US-Dollar anlaufen, die Marke, und dann eben nochmal darüber hinaus dann den EMA 200. Das Pfund gegen US-Dollar lief zuerst sehr sauber, zuerst an diese Unterkante hin. Dann konnte die eine Erholung starten. Ab hier, nachdem hier der Rainbow nicht zurückerobert wurde, war ich dann wieder pessimistisch und konnte eben nochmal das Level von hier unten angetestet werden. Aber schlussendlich gab es dann hier nochmal einen bärischen Abprall und ja, zu Jahresbeginn konnte die 1,47, wurde sogar unterschritten und liegt jetzt dann aktuell wieder an der Unterkante des Trendkanals. Hier könnte sich natürlich schon jetzt hier ein bullisches Pullback ergeben. Dieser Stopp war eh nur auf Tagesbasis eigentlich dann gültig, aber ja, hier lief es definitiv nicht ganz so wie gewünscht. Euro-US-Dollar war ich ab hier pessimistisch, dass es nicht mehr direkt hier oben ranlaufen könnte. Und ja, hier lief es dann halt zurück. Und mit dem heutigen Tag gab es eben auch eine relativ hohe Handelsspanne schon. US-Dollar gegen japanischer Yen, da lief es dagegen eben perfekt. Da wurde das Level von 119 eben dann angelaufen, wie man hier sieht, direkt an die Pfeilspitzen runter. Also hier kann man eben das abhaken. So, das war's. Neue Setups wird es erst, sage ich mal, spätestens zur Mittagszeit geben. Danke fürs Zuhören und man sieht oder hört sich dann im Stream.